Heute möchte ich euch mal was zeigen, was man zum Beispiel auch gut als Beilage zu dem Ratatouille nutzen kann, das wir in der letzten Folge gemacht haben. Und zwar habe ich hier schon in meiner Emser-Box vegetarische Klößchen. Die habe ich umgefüllt, weil ich finde das immer ganz schön, wenn man im Kühlschrank Dinge hat, in fest abgeschlossenen Boxen, so dass die Gerüche nicht übertragen werden. Das ist ganz wichtig für mich. Deswegen, die hier schließt super fest und deswegen habe ich die Klößchen schon da drin. Die gibt es im Kühlregal, die sind kalt, jetzt aus dem Kühlschrank. Und ich werde sie jetzt ein bisschen anbraten. Und zwar habe ich hier die Pfanne. Ihr seht, die ist weiß innen drin. Das habt ihr bestimmt auch noch nicht so häufig gesehen. Man braucht eigentlich überhaupt kein Öl. Ich möchte ein bisschen benutzen heute, aber nur ganz, ganz wenig. Das Weiß, das ist eine Keramikbeschichtung. Und das ist hier bei diesen Karcherpfannen was ganz Besonderes. Ich nehme die total gerne. Und ich finde, es sieht auch einfach total stylisch aus. Also ich finde, Weiß ist ja sowieso meine Farbe. Und gerade in der Küche, da sieht man natürlich auch die Lebensmittel richtig gut. Das kommt alles super zur Geltung. Ich habe die schon ein bisschen vorgeheizt. Die Klößchen, die können jetzt ein bisschen anbraten. Ich mag das gerne, wenn die so ein bisschen kross sind. Die hier verschließe ich jetzt schon wieder. So, und ihr seht, das ist echt total fest. Lagerhaltung, das ist natürlich auch ein ganz großes Thema in der Küche, weil man hat ja so viele Dinge, die man überhaupt nicht täglich braucht, aber die man natürlich gerne vorrätig haben möchte. Und ich habe mir da jetzt Gläser angeschafft. Ich glaube, die hatte ich euch sogar schon mal gezeigt. Borosilikatgläser hier. Da lagere ich meine Dinge wie Kaffeebohnen, die ich nicht täglich brauche. Hier habe ich Couscous, Sesamkörner und Mehl. Mehl auch ein ganz kritisches Thema, da können ja Lebensmittelmotten dran gehen. Deswegen ist es wichtig, dass hier, zum Beispiel bei diesen Gläsern, dass das richtig luftdicht abschließt. Ganz wichtig. Aber auch bei Essig und Öl ein großes Thema hier. Essig schön dosiert, aber auch luftdicht verschlossen. Und so ist es halt auch im Kühlschrank oder in anderen Regalen. Hier habe ich natürlich hier zum Beispiel, wenn Gewürze schon so gut verpackt sind, schön in Gläsern ist es auch super. Aber wirklich luftdicht ist ganz wichtig. So, und meine Klößchen, die werden jetzt hier richtig schön kross. Die könnt ihr natürlich nicht nur zu Ratatouille essen, sondern auch zu Salat, Nudelsalat, Kartoffelsalat. All die Rezepte haben wir ja schon gemacht. Bisschen Tzatziki dazu oder eine scharfe mexikanische Salsa hatten wir ja auch schon. Das geht überall zu. Natürlich, das ist hier ein vegetarisches Klößchen auf Basis von Weizenprotein. Da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Die einen sagen, super, esse ich total gerne, viel gesünder als Fleisch. Andere sagen, man weiß ja nicht, was wirklich drin ist. Es sind vielleicht auch Zusatzstoffe drin und deswegen sind sie nicht so gesund. Mich würde mal interessieren, was ihr zu dem Thema Fleischersatzprodukte meint. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, weil das ist ja wirklich ein Thema, das polarisiert. Und ich habe jetzt hier schon super krosse Klößchen. Bin total happy. Schaut mal in meine Pfanne und wünsche euch auch einen guten Appetit. Ich hoffe, ich konnte euch etwas inspirieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!